Einst stand er vor dem Richter, weil er illegal Graffiti gesprüht hatte. Heute ist er ein gefeierter Künstler und kann von seinen Arbeiten leben. Tasso oder bürgerlich Jens Müller ist heute an den Fassaden in Westsachsen, aber auch deutschlandweit allgegenwärtig. Die Auftraggeber reißen sich um ihn, wenn Bauwerke künstlerisch aufgewertet werden sollen. Ab Sonntag sind einige seiner Werke in der Zwickauer Galerie am Domhof zu sehen. Für die Ausstellung hat Tasso nur eine kleine Auswahl treffen können. Dabei hat er versucht, den Gästen inhaltlich ein sehr breites Spektrum seines Schaffens zu zeigen. Also in der Ausstellung sieht man, ich würde es ein Potpourri nennen, ich hatte letztens eine Ausstellung, die hieß so. Also sehr gemischt, weil ich kann das auch erklären, in der Regel ist ja so, dass meine Künstlerkollegen für eine Ausstellung meistens ganz neue Sachen bringen. Hier kannst du sagen, das ist eine Retrospektive der letzten paar Jahre, sprich seit meiner letzten großen Ausstellung hier in der Region, 2013 in der Meraner Galerie Art Inn. Also was in der Zwischenzeit passiert ist, es sind ein paar noch ältere Sachen dabei, die ich noch nie gezeigt habe. Und es sind halt extra für diese Ausstellung entstandene ganz neue Werke dabei. Oder ein Werk, das ist das erste Mal, dass ich ein Bild von mir als Werk bezeichne, das ist das im Hintergrund, weil ansonsten habe ich die Sachen jetzt auch nicht so schwer ernst genommen. Also ich wachse da auch erst rein. Understatement allererster Güte. Auf der einen Seite wird er für seine Kunst im In- und Ausland gefeiert und er behauptet, er wachse da auch erst rein. In der Ausstellung werden die Betrachter einen anderen Tasso kennenlernen als den, den sie glaubten zu kennen. Tasso ist nicht nur der, den man von seinen Fassadengestaltungen kennt. Das sind Auftragsarbeiten. Alles, was ich draußen mache, also was Auftragsarbeiten sind, ist ja ganz typisch die Reihenfolge, dass der Kunde kommt und einen Wunsch hat. Also sagen wir mal jetzt, ob das Merane der Modelleisenbahnladen ist oder irgendein Elektrogeschäft oder eine Wohnungsbaugesellschaft, die haben ja immer ihre Vorstellungen, was die ranhaben wollen. Das heißt natürlich, dass ich da vielleicht vom Kreativen her gefragt bin, denen das schön umzusetzen, aber nicht, dass ich da meine eigenen Ideen verwirklichen kann. Und das ist ja genau das, was du als Künstler dann eigentlich auch machen willst. Deswegen unterscheide ich für mich auch ganz klar Auftragsarbeiten da draußen. Ist der Kunstfaktor, das ist sicherlich künstlerisch angehaucht oder auch in der Umsetzung, aber Kunst wird es wirklich, wenn ich meine eigenen Gedanken zu Papier oder auf Leinwand bringe. Und das passiert halt in einer Ausstellung. Und da beschäftige ich mich ganz oft mit Dingen, die mich innerlich bewegen. Ich glaube, das machen Musiker auch besonders viel oder Dichter, dass du das rauslässt. Also das, vielleicht machen es auch viele andere. Ich sehe halt nach meinem Geschmack so eine Sachen, aber ich habe halt auch viele Themen unserer Zeit, die mich bewegen und das versuche ich dann halt auch umzusetzen. Ein Thema, das in jüngster Zeit nicht nur ihn bewegt hat, sondern auch durch die Medien ging, war ausgerechnet eine seiner Auftragsarbeiten. An einer Fassade an der Peter-Breuer-Straße in Zwickau hatte er bereits mit seiner Arbeit begonnen, als die Behörden die Weiterarbeit untersagten. Ein solches buntes Werk direkt in der Sichtlinie zum Dom war dann doch etwas zu viel des Guten. Mittlerweile haben sich die Wogen aber geglättet, die Fassadengestaltung zu aller Zufriedenheit beendet und Tasso hat das Erlebte in einem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht, mit einem ausgeschnittenen Dom. Wo siehst du einen Dom? Da. Ah, du erkennst das also. Ja, warum ist der ausgeschnitten? Also eigentlich ist eine Geschichte, die werden in erster Linie Zwickauer verstehen. Letztes Jahr hat man halt das Thema gehabt, dass ich für den Tätowierer Randy Engelhardt eine Wand bemalt habe. Und da gab es zu Anfang eine ziemliche Diskussion, dass wir von der Stadt her ein Verbot bekommen haben, dort dran zu malen. Und die Begründung war, dass sich das mit der Ansicht vom Dom zum Dom nicht verträgt. Also diese Motive, die wir da ausgesucht hatten, waren eben unter anderem Marilyn Monroe, Lemmy Kilminster, Jack Nicholson und verschiedene andere Sachen. Also es war eine recht moderne Optik, allerdings auch ein bisschen in diese Geschichte Tätowierung. Das hieß, wir arbeiten ja bei Graffiti auch oft mit klaren Flächen und so weiter, aber hier war schon alles wie eben bei einem Tattoo ziemlich zugebaut. Und da kam das Verbot und diese Begründung, oder besser gesagt, ich habe jetzt das ganze Ding von damals umgekehrt.
Wir haben dann die Erlaubnis bekommen, wir konnten dran malen und es hat wirklich auch niemanden gestört. Im Gegenteil, ich denke, Zwickau hat sich damit eine schöne neue Sehenswürdigkeit geschaffen, denn während ich dort noch gearbeitet habe, war es so, dass alle Leute, gerade am Wochenende, wenn Touristen viele da waren, ganze Gruppen, die haben sich alle vor dem Bild fotografiert. Die haben sich vor dem Dom fotografiert, aber eben auch vor dem. Und man muss dann wirklich sagen, jede Zeit hat ja ihre eigenen Denkmäler, Sehenswürdigkeiten, Kunst und so weiter. Und du kannst halt nicht stehen bleiben, nur das Ende machen. So, jetzt habe ich dieses alte Bild gehabt. Also das Urbild ist von 2005. Habe das mal gemalt gehabt, mit den Rücken, mit den Tattoos. Und Dinge bleiben dann teilweise auch liegen und man hat keinen Bezug mehr dazu. Und für die Ausstellung, jetzt hatte ich mir es dann extra nochmal überlegt, ich zeige es jetzt mal, dass ich diese wichtigsten Figuren, die da draußen mit dran waren, eben Jack Nicholson, Marilyn Monroe und hier ist Lemmy Kilminster, der ist halt ein bisschen angeschnitten, ihm noch auf den Rücken gepackt habe und habe dann in einer Aktion die Geschichte freigeschnitten und das Bild heißt ja dann auch irgendwie, also der Titel ist jetzt noch nicht mal so richtig klar, so geh mir aus dem Weg oder da steht ein Dom vor meinen Tattoos, irgendwas muss dann noch kommen, um eben die ganze Geschichte dann nochmal zu bringen. Deswegen auch die Geschichte, dass da unten drunter diese Ziegelsteine zu sehen sind, denn so sah ja diese Wand ursprünglich aus und ob die schöner ist und dem Dom zum Vorteil geraten ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Am Sonntag 11 Uhr wird die Ausstellung in der Galerie am Domhof eröffnet. Sie läuft bis zum 8. April. In der Kabinettausstellung im Erdgeschoss der Galerie werden Werke von Sabrina Vivien Groh gezeigt. Die gebürtige Zwickauerin vereint verschiedene grafische Techniken wie Handzeichnung oder Druckverfahren.